Hey, hallo Leute, willkommen zurück zu Mario und Luigi. Ja, bitte, ihr Pause. Mit Domi. Nein! Geh jetzt einfach wieder. Tschüss. Wir gehen jetzt weiter. Auch ohne Domi. Wir gehen aber wieder mit Domi. Ja, will ich auch hoffen. Shortcut! Also, du musst den Shortcut auf. Ne, dann gehe ich wieder. Tschüss. Ich mag die Statuen. Das macht mir Angst. Sind die voll geheilt? Sieht ziemlich gut aus. Ja, passt schon. Haben wir richtige BP, also BP voll? Ja, passt schon. Passt schon. Oh mein Gott! Er ist wunderhübsch. Na, was schreibt ihr denn hier, Freunde? Abhängen. Wisst ihr denn nicht, dass dies die Sphäre des Großmeisters Chakran ist? Sind wir jetzt in Naruto? So einfach könnt ihr hier nicht reinspazieren, Freunde. Moment. Jutsu des Schattendoppelgängers. Ich hab grad vergessen. Guck dir Louis an! Er ist ein Ninja! Ich hab grad vergessen, dass ich mein Fenster offen hatte. Vielleicht soll ich mir das Fenster zumachen. Wieso? Einfach nur so. Mehr soll ich hören? Wenn draußen irgendwelche Leute unterwegs sind. Lass doch in ihren Spaß. Also, nein. Meine Krach von in Richtung von Autos und so ein Scheiß. Oh. Wir wollten dich nicht stören. Aber wir brauchen ganz dringend das Sternenserum. Und wenn du es uns nicht gibst, dann bringen wir dich um. Nin! Ihr seid ja lustig, Freunde. Kommt einfach so reingeschneit, wie aus dem Nichts. Ja. Yeah. Oh, er macht ihm nach. Jetzt verstehe ich's. Oh mein Gott, ja. Aber warum? Egal. Wenn wir nicht alle Sternserien finden, ist das Pilzkönigreich dem Untergang geweiht. Weit. Uns fehlt nur noch eins. Und das brauchen wir. Yeah. Louis! Ups. Irgendwas mit Berechtigung. Was? Irgendwas mit Berechtigung. Ja, irgendwas mit Berechtigung. Aber ich habe gerade zu tun, Freunde. Macht's gut. Ich gehe jetzt, so wie Domi. Was? Nein, ernsthaft, ich habe dich nicht verstanden. Schaut mal nach oben, dann seht ihr, was ich tue. Hä? Der Himmel, meine Pose. Versteht ihr es immer noch nicht? Nein. Luigi hat es doch auch gerade gemacht. Ihr seid echt unspirituell, außer Luigi. In dieser Pose empfange ich die Strahlen des Weltalls. Nein, die kriegst so du auch. Eben. Die kriegst du auch, wenn du auf zwei Beinen stehst. Du bist nur ein Vollidiot. Ich leite die Kraft des Alls in meinen Körper, Freunde. Das macht dein Körper automatisch, Alter. Mit der Kraft des Weltalls wird alles möglich. Zum Beispiel? In letzter Zeit kann ich sogar riesige Kerle mühelos umherwirbeln. Beweis es! Es macht Spaß. Ne, wirklich Beweis, wir sehen. Wisst ihr, wie lange ich das schon mache? 1000 Jahre. 1000. Sonst noch Hobbys? Nach 1000 Jahren solltest du allmählich einmal rasten. Ruhepausen sind nötig. Mhm. Oh, ich würde gerne rasten. Ich habe eigentlich ja gar keine Lust mehr. Aber es ist gar nicht so leicht, diese Balance aufzugeben. Meine über 1000 Jahre gehaltene Balance. Perfectly balanced. Like all things should be. Wenn ihr sie brechen könnt, sollt ihr das Sternserum haben, Freunde. Ach, vergesst es. Kitzeln bringt gar nichts.
Ich guck gern Louis zu. Ach so. ja, ist da auch noch was? Ja, ja. Um die Belastung zu zerstören, braucht ihr schon etwas Heftigeres, Freunde. Oh, ich kann dir mal meinen Hammer zeigen. Vergesst es. So ein mit einem Lufthauch bewirkt gar nichts. Louis, Mario, geh mal zwei Schritte oder drei Schritte nach vorne. Und mach dann das nochmal. Sowas, es hilft alles nichts. Mario, Luigi, versucht mal, ihn mit einer heftigen Attacke umzuwerfen. Oh yeah. Mario, Luigi! Oh, du bist auf die Fresse bekommen. Fangen wir mit dem Hammer an. Wie sieht's damit aus? Nein. Und wie sieht's hiermit aus? Das war übrigens ein toller Treffer von Louis. Oder, hiermit? Oder hiermit? Eine Brüderattacke? Oh. Nein, ich glaube, es geht aber nicht. Ach, vergesst es. Ich glaube, ich habe damals auch eine Brüderattacke gemacht, eine richtig starke und dann, ne. Yeah. Noch lange nicht, Freunde, noch lange nicht. Du brauchst hier schon eine Paar-Attacke, die den Boden zum Beben bringt. Oh nein, die haben wir nicht. Den Boden zum Beben bringt? Wo es wohl solch eine Attacke gibt? Wir könnten Rizeros fragen. Der kann doch eher beben, wo oder? Wo es wohl solch eine Attacke gibt? Nun, dann werde ich weiter in meiner Pose verweilen und das Sprechen verlernen. Also ich würde hier oben ja kein Erdbeben starten. Das wird nicht lange halten. Doch, doch. Im Wald. Da wollte ich gerade hin. Besser, besser. Oh, habe ich das laut gesagt? Na, jetzt ist es egal. Die Paar-Attacke ist im Wald. Woher weißt du das? Das Weltall weiß alles. Alles. Ich schöpfe aus der Geschichte von 1000 Jahren. Jetzt geht schon zum Wald, Freunde. Zum Wald. Hey, Captain. Erinnerst du dich daran, als ich sagte, ja, wir machen das später, wenn wir den nächsten Move haben? Ja, wenn man es noch nicht später will. Wir müssen da jetzt, glaube ich, hin. Oh, jetzt hätte ich alles sparen können. Ich speichere kurz. Ja. Ich hätte das ganze Vorlesen sparen können. Nein, ich wäre so und so gekommen. Oh. Wo war hier? Oh, runter, oder? Ja, runter. Der Wald ist ja nicht in der Nähe. Nee. Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Wald ist oben. Ist der da oben gleich? Let me check this for this. For you. Beim letzten Mal hatte ich mich auch darauf verlassen, dass der Wald oben ist und da war er nicht da. Weißt du, eine Beschreibung hier, wo es da hingeht, wäre schon sehr hilfreich. Spiel. Ach, was? Wofür denn? Man, da ist ein roter. Da geht's irgendwo hin. Ist nur gut. Die Karte ist super, aber. Irgendwie, hey, da geht's übrigens. Wo geht's da? Da ist der Wald. Aber ist der richtige Wald. Ach, können wir die Bohne jetzt holen? Nee, oder? Können wir nicht. Also, was war der Haken an der Bohne? Ah, oh, wir können es machen. Auf geht's! Hui! Die kennen wir schon, oder? Ja. Kannst du. Hast du gesehen? Wie gesagt, du kannst auch noch snappen und dann ist sie auch weg. Ja. War nicht relativ schnell tot? Ich weiß ja nicht, ob die relativ schnell tot waren. Nein, ich hab die dauernd ewig. Hat Mario gerade mehr Schaden gemacht als... Louis gerade mehr Schaden als Mario? Das kann sein, ja. Ah, das fühlt sich gut an. Block, block. What up, Deluxe? Und Bora Deluxe. Und das war's.
absolut wert für 2 Bohnen. Kann man auf die springen? Nein. Herzlichen Glückwunsch, sie sterben. Oh, wir sind ja auf sie gesprungen. Sterbt ihr auch so einfach? Nein! Quer bin ich. Aber schwindelig ist gut. Mach das doch mal. Los, Mario. Spring ihn so um. Das ist auch okay. Aber ich kann nicht raufspringen! Ich kann nicht raufspringen! Oh Gott! Das ist so viel Druck! Oh ja, dann ist es. Er ist schneller, wenn er seinen Saft rausspuckt. Verstehe. Naja, also wenn ich mit dem Saft verschieße, bin ich auch schnell. Nein, dann pennst du erstmal eine Runde. Oh, das wär gut. Ja, einmal Saft verschießen und schlafen könnte. Man muss jetzt aufwischen. Tempo, Domi, Tempo. Ich will mir ein Tempo bei Saft helfen. So ein Schwachsinn. Ja, es saugt auf. Hey, ich nehme Zeba, wenn ich in der Küche Saft verschütte. Ja, aber Zeba ist auch okay. Saugt ein bisschen besser. Und wenn ich in der Küche Saft verschütte, weil die Packung wieder kaputt war, dann... Oder zur Not halten. Socke. Das ist schwierig, weil ich trage zu Hause dazu nie Socken. Was? Ich bin... Mario, nein! Warum? Ich bin nicht mehr in der Nähe gewesen. Mario, nein! Du musst aufhören damit! Es ist auf Dauer nicht gut für dich! Ja, denk an Waffels Worte. Waffi hat irgendwas bei... Wie heißt das? Wie hieß der Arc, wo sie Robin gerettet hatten? Impeldauer? Nee, nicht Impeldauer. Mario! Du musst auch wirklich aufhören! Nein, aber wir brauchen das jetzt. Tut mir leid, mein Fehler. Meinst du... Enies Lobby? Bei Gears 3 da... Enies Lobby, genau. Bei Gears 3 hat er damals gesagt, dass es seine Lebenszeit verkürzt, wenn er das macht. Wenn er was macht? Den Knochenballon. Hä? Also bei Gear 3. Aber wirklich? Ja. Aber er macht's immer noch. Ja, vielleicht ist es jetzt mehr anstrengend für ihn. Keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht, was ich scheiße soll. Ich meine, anfangs ist er immer geschrumpft, wenn er das Zeug gemacht hat. Stimmt, anfangs ist er immer geschrumpft. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich? Nee, das hab ich komplett vergessen gehabt. Da lang. Also, das ist komplett vergessen. Jetzt, wo du es gesagt hattest, ja, natürlich. War was immer. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er irgendwann Gear 4? Ist das 3 oder 4? Dieses große schwarze. Der Bounce Man. Ist das 4? Ja, 4, okay. Ich bin sicher, dass er das irgendwann auch nutzen kann, ohne Haki zu verlieren. Darf ich jetzt durch? Ja, denke ich mal. Ja, darf ich jetzt durch? Ah, jetzt. Die hast du gesprochen. Wie habe ich sie gesprochen? Niedlich. Attackenfragmente? Ihr sucht. Yeah. Diese Blöcke? Ja. Mit diesen Dingern drin? Ja! Yeah. Gut, keine gesehen. Tut mir leid, ich sehe keine. Geht zurück. Das wolltet ihr doch hören, oder? Nein. Oder? Nein. Ja. Wusste ich's doch. Ihr seid gefährlich. Wollt ihr diese friedlichen Wald durcheinander bringen? Nein! Noch mehr Ärger können wir hier nicht gebrauchen. Versprecht mir, den Wald in Ruhe zu lassen. Ich kann's nicht versprechen. Aber ja. Ja, versprecht es. Japanisch zu sprechen. Okay. Wenn du dein Versprechen nicht hältst, musst du 1000 Nadeln schlucken. In Ordnung? Ja, dann strengt euch an und sammelt die Fragmente.
Da es 10 davon gibt, solltet ihr mehr als die Hälfte finden. Wenn ihr 6 Stück habt, lasst ich hab 6, oder? Durch. Ich hab gerade 6, ja. Oder? Yeah! Das ist ein Timing! Das sind 6 Stück. Gut gemacht. Bitte, der Weg ist frei. Solltet ihr noch mehr Fragmente finden, nehmt sie an euch. Ja, ach wirklich. Wenn ihr alle findet, lernt ihr einen wirklich neuen Taxi, der ihr die Erde zum Leben bringt. Ich rieche Gefahr voraus. Beeilt euch besser. Ah, das ist eine super Stelle gleich. Chaosnadel, vergesst es nicht. Du hast irgendwas gehört? Was? Nö, keine Ahnung. Was sollte der komische Wurm? Ich hab auch keine Ahnung. Ich bin eine Raupe! Chaosnadel. Was? Man spielt dieses komische Geräusch. Ja, komisch. Hast du auch gehört, oder? Dieses Pfeifen. So. So wie Wind, ja, genau, oder? Genau, ja, so. Ja, kenn ich. Ich kann sagen, du gehst nicht einfach durch. Aber ich kann ja mit Louis nicht weiter. Oh. Oh. Mario! Tja, wird's wohl. Luigi's. Willkommen zurück zu einem neuen Part von Luigi's Abenteuer Bowser Story. Inside. Ja, Tommy, und jetzt geht's richtig, aber jetzt wird Luigi zum Held. Wie ging das Lied? Los, Tommy. Welches Lied meinst du? Luigi's Layman 2. Schmetterlinge! Das ist der Weg, wie sie entkommen sind. Schon vergessen? Ja, ich weiß es. Ja, dann sag es. Ich komme gerade nicht auf den Anfang. Mir reicht das Hauptding. Du meinst, I'm Luigi. This is how we got free. Yeah. Aber wir müssen Mario finden. Können wir Mario jetzt einfach davon leveln? Yep. Einfach davon leveln. Wir müssen mindestens 2 Level über ihm sein. Ja, yeah, wir haben auf den Kopf. Besser 10. Ja, wir klatschen die Gegner dann. Hoffen wir, dass es nur ein Gegner bleibt, weil dann geht's wirklich schnell. Wir können Mario tatsächlich jetzt ein bisschen vorleveln. Das hatte Mario anfangs übrigens auch, wenn du dich erinnerst. Ganz am Anfang. Da haben wir Luigi gesucht. Stimmt doch aus. Okidoki. Ich hänge die ganze Zeit an Prison Dumbbells. Also die kann ich eh noch nicht auswendig. Let's go. Ah, das ist schon wieder jetzt die Blumen, wie das Lied geht. Die Slammet 2. Ja. Lyrix. Das ist erfolgreich. Wie geht es nochmal los? It's a me, Luigi. Sitting into myself. Nothing to do. But split my legs and lift this prison dumbbells. Genau da war, genau an dem Punkt habe ich gehangen. Build my legs and this is prison dumbbells. And Mario was swallowing fireballs at the small. My thought was so in klar for them. Peach was a working the soil. And Yoshi, he was making omelets in the kitchen. Using his own legs. Eggs, of course. And no less. But I came up with a brilliant oh, God.
To Luigi has wiped out out of this mess. Aber was sagt er da genau? Ja, er kam mit dem Brilliant. Nein, nein, das Englische. But I came up with a brilliant plan. Ja. To Luigi has wiped out out of this mess. To Luigi Ass. Ach so, es ist ein Wortwitz. Ja, er Luigi ist und raus. Ja, ah, okay. Deswegen habe ich es nie verstanden, so richtig. Let's go. Damit ich treffe den Hammer nicht mehr. Das ist schlecht. Well, I used my incredible leg spring. Na, gerade nicht. Schräg da eins drauf. Da lassen wir mal. Ich will nicht in Säure baden. Ja, das Problem ist halt, dass mein englischer Akzent zu stark ist. Und? Mein deutscher Akzent im Englischen zu stark ist. Und? Ich hätte viel lieber keinen Akzent im Englischen. Und das ist ziemlich normal, dass wir das haben. Das haben Deutsche. Ja, scheiß Deutsche. Oh oh. Louis, look. Warum? Achso, weil Mario drin ist. Mario. Oh nein. Oh mein Gott, sind wir jetzt in einem neuen? Wir sind jetzt, das ist quasi Strumpfroses Inside Story. Oh mein Gott, Strumpfroses Inside Story. Müssen wir jetzt gegen die Kackviecher kämpfen? Das ist super nervig. Warum ist die schneller als ich? Ach wirklich, sie greifen nur Louis an? Es wurde. Ich hab A gedrückt. Haben die gerade 50 Schaden an mir gemacht? Oder hab ich mich verguckt? Hast du schon verguckt? Hey. Oh. Das sind etwa 156 bei dir. Das war kein schwerer Kampf. Und Level Up! Yes! Yes! Louis! Louis the Man! Das sind 1 über Mario. 200 Schaden! Können wir Verteidigung noch auf? Nein. Yeah. Let's go! Let's go! Jetzt müssen wir wieder Mario mitnehmen. Klappt nicht. Oh. Naja, er spürt's. Oder es spürt's. Oder sie spürt's. Oder. Was auch immer die Strumpfrose sein will. Ich meine, wir zwingen sie zu nix. Überleg dir mal, wie viele einzelne Bilder das sind. Ja, für dieses eine mit mal. Oh, ich liebe alles an dieser Stelle. Hey, das ist ein Attackenfragment. Mit den Mario Augen machen, dass wir so eins gefunden haben. Ich muss ja ganz ehrlich sagen. Ja. Jetzt, wo ich das so ein paar Mal so ein bisschen versucht habe zu nehmen, ne, du weißt, was ich meine. Ja, man ist sehr erstaunt. Fällt mir halt auf, wie schlimm das einfach teilweise, oder wie aufwendig so manche Sachen sind. Hunger! Jetzt würde ich mir gerne das grüne Ding da schnappen. Es ist meins! Ich bin gerade am Verdauen! Wann kommt der Boss? Aber irgendwie siehst du unseren Boss schon ähnlich. Nein, nein, das Bild ist dir ein. Dieses grüne Ding da, an dem du da kraust. Gerade habe ich ein rotes gesehen. Das hat bestimmt schon eine andere Strumpfhose verputzt. Köstlich. Siehst etwas blau aus. Nein, nicht blau. Blass, du siehst etwas blass aus. Willst du das grüne Ding wirklich essen? Bin dabei, ist köstlich, sag ich dir. Die Blöcke auf dem Stachelfeld sind mein Lieblingsessen. Den abzuknabbern macht echt Spaß.
Blöcke mit Attackfrequenz sind dann nochmal eine ganz andere Geschmacksliga. Ich bin Gourmet. Das Beste ist gerade gut genug. Das mag ich nicht. Dieses grüne Ding sieht aber ziemlich unbekömmlich aus. Finde ich erstaunlich, dass Louis clever genug ist und nichts sagt. Louis macht einfach die ganze Arbeit allein. Also bis eben war ich noch fast der Überzeugung, dass Mario mit drin steckt, aber... Nein, der wurde rausgepustet und gehustet. Ich wünschte, er wäre hier, dann könnten wir hier mal ein bisschen Zeugs machen. Ah, so kommen wir dann zurück. Verstehe schon. Also wäre es keine andere Möglichkeit gegeben. Hätte es wirklich nicht, glaube ich. Ist keine vernünftige. Guck mal unten an. Da ist er ja! Es ist meins! Quatsch, meins! Ich habe es aber zuerst gesehen! Da ist es nur gerecht, wenn ich es fresse! Du kannst ja deine Blöcke fressen! Es ist meins! Was hast du da? Willst du das grüne Ding fressen? Ich fress sie beide! Nee. Du hast auch schon einen Block. Ich habe keine Lust mehr auf Blöcke. Jetzt reicht. Das rote Ding gehört mir. Weiß? Nein! Oh. Wie, du bist gar keine Strumpfrutsche? Doch, 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 doch. Oh, oh Gott, die Leiche. Einmal zur Seite geworfen. Oh, die lebt noch. Wo sind wir hier? Sich in einer Strumpfrutsche zu verstecken. Feigling! Aber das ist gut. Kann ich euch beide verputzen? Das ist meins. Ja, ja, glaubt ihr wirklich, ihr habt eine Chance gegen Louis? Erstmal heilen. War mir aufgeheilt? Danke. Wann ist das passiert? Ich würde sagen, nimm das Fassgeballer. Das Fassgeballer. Wir müssen sterben. Easy! Lawless. Das ist dumm, Stiefel. Oh, Mario, du hängst ganz bisschen hinterher. Nee, im Moment ist Mario vorne. Nein, nein, nein. Der ist jetzt alles auch nicht vorne. Hey, Attacke! Mario ist weiter oben als die von Luigi, also ist Mario vorne. Wie findest du den Fressklopf? Ja, ich glaube, yeah, dass Luigi fett wird. Bewege ihn allerdings rechts mit Luigi Leckereien erreicht, die das Kopf fallen. Sobald der Fall größer ist. Mario, wie wollen wir haben? Fängt Luigi in der Luft an zu rotieren. Ist jetzt entkommen, ihn durch Drücken von B herabsauen zu lassen. Denkt daran, dass das Schaden und Wertung von der Größe abhängt. Manchmal erscheint eine leuchtende Süßigkeit, drücke dann dieses Fall B, damit Luigi mit einem Sprung erreicht. Sie wird im 100% dick und drall. Üben wir das! Üben wir das! Ich glaube, die ist ziemlich cool. Quasi Luigi's Tankman. Quasi. Nom, nom, nom. Da war der Leuchtende! Ich hab den Leuchtende! Oh Gott. Tankman! Das ist echt eine einfache Attacke, die wahrscheinlich scheiß viel Schaden macht. Und die mag Niemand ich. Niemand weiß es. Hä? Niemand weiß es. Wir werden raus hin. Den nächsten Gegner, den wir sehen, den ballern wir den Tankman rein. Oh Gott.
Den nächsten Gegner, den wir sehen, Woody. Ja, wenn es mehr als zwei sind. Dem nächsten Gegner. Wenn es einer ist, ist es genug. Wozu? Achso, weil ich vergessen habe, die anderen mitzunehmen. Deswegen kann man dann hier noch. Willst unten erst bohren? Da unten bohren. Oh nein. Unten? Wo unten? Geh hoch. Achso. Ne, da. Ja, da. Hey, die will ich nicht mitnehmen. Yes. Das sind Tempobohne für Mario, damit er auch ein bisschen Geschwindigkeit drauf hat. Einfach eine Bohne? Ah! Jetzt klar, dass ich dann nicht anders rüberspringen werde. Das ist. Oh Gott. Das ist irgendwie funktioniert. Nach oben? Hä? Oder da ist schräg rüber? Und da ja, ist er oben? Das ist vielleicht gar nicht mal so doof. Vielleicht kann ich auch das überspringen. Zum Beispiel. Die Gegner jetzt wieder da, weil die habe ich alle gekillt, dann waren sie wieder da und jetzt sind sie alle weg. Auch Bohnen? Nein. Gut. So ein Glück. Wir werden Bohnen! Ich bin süchtig danach, oh. Domi! Aus Songs nach der Bohnen! Warte, nein, sonst. Aus der Bohnen. Das kannst du auch überspringen. Whee! Hart am Konzentrieren. Ja, besser ist es. Ich weiß nicht, wo ich wieder spawnen werde. Unten. Oh, nicht mehr. Da haben wir sie gleich. Was? Ja, die großen Bohnensammeldinger sind vorbei, würde ich sagen. Herzbohne! Ja, komm. Sozialbohne. Ja, das ist am besten, wenn es wirklich ausgeglichen ist. Ja, gut, ich meine. Ich bin zurück, Maro. Ein bisschen mehr Schaden macht. Wie wir mit den ganzen Bohnen ihn nicht hinterher gekriegt haben. Also man muss aber bedenken, dass Mario ein Level hinterher ist. Ich wollte gerade sagen, aber Mario ist auch ein Level hinterher. Zufrieden! Habt ihr alle Attackenfragmente gefunden? Eine Attacke, die den Boden erzittern lässt, ist gefährlich. Probiert sie bitte woanders aus. Zu spät. Na warte, ich habe sie geübt, das zählt nicht. Glück gehabt. Kann sie ja an dir testen! Wie nervig. Gut, dann ja, dann gehen wir zurück, was? Ja. Würde ich sagen, oder? Wir haben ja alles richtig, wenn ich schon in der Gegend bin. Gut, wie lange geht denn der Part für die? Oh fuck, ja, jetzt sollte ich wenden. Oh fuck. Eine halbe Stunde. Oder willst du ihn noch länger machen und dann ein zweites splitten? Na, ich denke, das kann man so lassen, oder? Das ist ein guter Abschluss gerade. Das sind gute 40 Minuten. 30, hab ich gesagt. Okay. Ja, Leute, ja. Wenn euch das Marius. Nein, nicht Marius. Luis Solo-Abenteuer gefallen hat, dann gibt ein Abo, gibt ein Like, gibt ein L. Gibt ein L für Loser. Schreibt ein L in die Kommentare. Für Loser. Louis. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder und tschüss. Ciao, ciao.